Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 5. Juli 2023, und unser DAX scheint doch etwas mehr zu tun zu haben mit seiner Vorwochenparty. Auch zum Montag schon nicht richtig aus dem Pott gekommen. Zum Dienstag sah das nicht besser aus. Wir hatten zwar US-Feiertag, aber man kann auch anders performen zu einem US-Feiertag. Also das muss schon als schwach bewertet werden. Das kann man nicht wirklich schön reden. Das ist eine schwache Leistung gewesen. Auch mit Abwärtsgap. Grundsätzlich ist ein bisschen im erwarteten Bereich gelaufen. Wir haben gesagt, hoch 1,50, dann irgendwie runter auf die 16,50, dann wieder zurück. Das heißt, unten raus hat er mich jetzt nicht wirklich überrascht. Wir hatten auch in unseren Updates geschrieben, ein eigentliches Rücklaufziel wäre auch unten die 16.000, 15,69. Ich glaube auch nicht, dass er die zum Dienstag holt. Und das hat er auch nicht. Und von daher ist jetzt auch keine Katastrophe, aber das kommt langsam ganz schön tief. Und da muss man jetzt eben auch aufpassen, dass er nicht zu tief kommt, weil dann klickert er sich hier nach unten dann so ein, wartet. Hier so ein. Und dann wird das schnell gefährlich halt, ne? Also, weil das sind nicht mehr viele Unterstützungen. Der müsste es wirklich in dem Bereich, also eigentlich auch schon in dem Bereich jetzt hier die Kurve kriegen. In dem bin ich nicht unbedingt tiefer. Das würde der Aufwärtsbewegung ganz schön was abtun, wenn der jetzt schon runterkommt, ohne ein neues Hoch zu setzen. Also eigentlich müsste im ersten Schwung schon oben drüber. Und ich sag mal, wenn das jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 war, hier dreiwellig zurück, dann sollte jetzt eigentlich ab Mittwoch schon volles Ruder wieder nach oben kommen, wenn er da nach oben raus will. Sonst läuft das hier ein bisschen in Richtung 15.500 vielleicht hinaus. Deswegen würde ich ein bisschen mit Long aufpassen, na, auf jeden Fall wie immer klar absichern, ne, Stop-Loss setzen und Umkehrsignale eben auch abwarten und dann lieber doch einmal mehr rausnehmen lassen, als irgendwo bei 15.500 immer noch drin zu sitzen. Und dann sieht nämlich der Tagesschart auch richtig scheiße aus. Und ich sag mal, wenn wir da unten dann stehen, im Juli, im August, wird die Analyseaussicht auch zunehmend schlechter. Ne? Dann gehen wir dann in höheren Zeiteinheit, gucken dann noch tiefere Ziele aus, weil es ist ja saisonal schwaches Zeitfenster. Und von daher möchte ich unserem DAX hier am Mittwoch nun wirklich eigentlich mit einer Umkehr schon sehen. Sonst wird mir das nach unten raus ein bisschen zu brenzlig. Ja? Also der darf natürlich auch gerne fallen. Ja? Aber noch sind wir im übergeordneten Aufwärtstrend. Jetzt haben wir hier ein abgeschlossenes Korrekturmuster, eigentlich eine Trendfortsetzung nach oben zu erwarten. Und ich handhabe das so, dass ich in solchen Bereichen halt auch nicht short handle. Ne? Ich gehe da auch nicht long, weil mir da noch nicht da, die Signale dann entsprechend fehlen. Aber ich gehe da auch noch nicht short. Ja, und müsste dann aber hier umschwenken, ja, in dem Moment, wo hier die Situation kippt. Und für mich ist da jetzt wirklich die letzte Rille die 16.000, die 15.69. Ja, von dort könnte ich mir nochmal vorstellen, dass er hochdreht. Ich möchte aber eigentlich dort nicht sehen, ne? Also lieber vorm Support hochdrehen, das wäre ein bisschen Stärkesignal. Dann wieder ran, Gap zu Montag zu machen bei 16.100, wieder 16.200 anlaufen und dann hier 3,40 und sowas mal angehen. Das fände ich jetzt hier ansprechend, würde eigentlich auch besser reinpassen, muss ich schon so sagen. Ja? Also von der übergeordneten Situation, er ist doch schön abgedreht, aber er muss liefern. Ja, sonst wird es unten langsam ganz schön wackelig. Und die Verkäufer hauen ihm dann wirklich auch auf die Mütze. Ne? Also wenn er das jetzt nicht hinkriegt, sich hier in dem Bereich jetzt hier zu fangen, dann kommt ein blaues Auge verpasst. Ne? Dann spielen die hier die Kästchenkarte aus, die wir hier drin haben, und drücken dann nochmal kräftig was auf die Pipeline. Ja, also das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja, nicht zu übermotiviert auf der Long-Seite, wenn er keine Stärke zeigt. Und das hat er nicht, hat zum Dienstag keine Stärke gezeigt, auch zum Montag keine Stärke gezeigt. Ja, also ich möchte da mindestens mal so eine schöne Kombination, vielleicht ein neues Tief, dann direkt hoch, neues Tageshoch, dann höheres Tief setzen, neues höheres Hoch. Sowas möchte ich mal mindestens sehen. Und dann kann man dem auch, glaube ich, wieder einen guten Long mit reindrücken, hier in die nächsten Bewegungsziele rein. Ja, das ist soweit meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich würde schon eher damit rechnen, dass wir nochmal aufdrehen. Bin aber hier unten ein bisschen skeptisch. Und würde mich nicht in den fallendes Messer reinstellen wollen. Ja, 16.000 habe ich auf dem Schirm, die 15.69. Dreht aber vorher hoch, macht höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Wäre das dann für mich ein Long-Signal?
ja, in Richtung da, da und da. Okay? Dann machen wir hier das Video zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.